Hallo Internet und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play Batman Arkham Asylum. Ja, im letzten Teil, da haben wir diese Schnuckis hier auf dem Boden platt gemacht. Und zwar waren die direkt Harley Quinn unterstellt. Die war ja so ein bisschen wie fucking Miley Cyrus auf dieser Lampe und hat ein bisschen Wrecking Ball gespielt. Und dann ist sie von mir weggelaufen. Könnte es anders sein? Und jetzt muss ich sie natürlich verfolgen. Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ich glaube, ich muss ja wieder komplett raus. Ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Wo ist sie jetzt hier rein und raus? Da ist anscheinend draußen. Liege ich doch gar nicht so falsch. Aha. Denn wir hatten ja vorher auch im letzten Teil den kryptografischen Sequenzer erhalten. Und mit dem können wir jetzt Gott sei Dank diese ganzen Elektroschlösser bzw. Barrieren halt öffnen. Ich schau mich erstmal hier unten um. Ist wohl nichts. Ah, ich habe ganz vergessen, dass der Boden unter Strom steht. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Tür verschlossen. Ja. Supi. Also ist ja jetzt irgendwie blöd. Dann muss ich, so wie es aussieht, anscheinend doch hier unten irgendwo lang. Frage ist natürlich nur wo. Au. 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 Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mich jetzt hier... Also hier kriege ich natürlich keine Stromschläge ab. Ich weiß aber nicht, ob die Distanz reicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Nope. Ist nicht drin. Ja. Dann öffnen wir halt dieses Tor. Wie gut, dass ich anhand von dem von der Detective-Modus sehen kann, wo die Leitungen langlaufen. Geht doch. So, jetzt kann ich da unten wieder auf dem Boden rumlaufen. Gott sei Dank. Und einfach weil ich es kann, mache ich die anderen Türen auch direkt kaputt. Geht doch. Ja. Mal sehen, wo es hier so lang geht. Bin ich jetzt richtig? Nee, da kam ich her. Ja, ja, Orientierung und Batman, das ist schon... Ach ja. Habe ich das nicht schon im letzten Teil kaputt gemacht? Ja, wahrscheinlich gespeichert. Der Sack. Gab's denn nicht noch eine Tür? Hier ist noch eine Tür. Aber da komme ich anscheinend nicht an den Stromkreislauf dran. Gut, dann lassen wir das. Ist ja eh nicht so spannend. Verfolgen endlich Harley Quinn. Leute. Aus! Hasso! Böse! Eine sehr schöne Zelle hier. Da steht jemand anscheinend auf Kalender. Das kann doch nur Kalenderman sein.
Aufgrund seiner Kalenderfixierung wurde Julian Day eines Tages der Kalenderman. Seitdem verübt und verknüpft er seine Verbrechen im thematischen Umfeld verschiedener Feiertage. Nicht selten hinterlässt er dabei Spuren, die durchaus zu seiner Festnahme führen könnten. Trotzdem wird die gute Laune der Bürger von Gotham City bis heute an jedem Feiertag vom drohenden Phantom des Kalendermans getrübt. Ja, einer der eher bizarreren Batman-Schurken. Freund kalendarischer Eigenarten plant und begeht seine Verbrechen an Feiertagen. Das ist auch wirklich so ein Relikt aus dem Golden Age der Comics, wo so ziemlich das Motto war, everything goes, drauf geschissen, wir probieren uns einfach komplett aus. Und der einzige nennhaft wirklich gute Comic, den ich noch kenne, wo Kalenderman wirklich eine Rolle spielt, ist The Long Halloween. Auch ein sehr gutes Comicbuch, würde ich auch jedem empfehlen zu lesen. Und da spielt er noch eine relativ große Rolle, aber in den neueren Comics habe ich den schon ewig nicht mehr gesehen. Weil er ja auch ein bisschen, beziehungsweise das gesamte Konzept hinter dem Typen schon so ein bisschen Panne ist. Ein bisschen. Je nachdem, wie sehr man von Panne reden möchte, von einem Mann, der sich anzieht wie eine Fledermaus und so weiter. Prometheus, der von allen Wächtern in Arkham meistgesuchte und meistgehasste. Okay. Ja. Die Quellen sind anscheinend alle zu. Oben gibt es nichts zu grappeln. Dann müssen wir wohl über die lang. Ah. Sieh an, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottelige Ritter persönlich. Wie läuft es denn so? Oh, ganz gut. Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Ja. Hier drüben, analysieren wir die Lage doch mal. Wasser, Strom. Typen, die über stromisiertem Wasser hängen. Nicht so eine Batman, gute Kombo. Das wird langweilig, Batman. Komm, mach was. Ja, bin ja dabei. Chill dich. Kann ich nicht da? Ah, das ist nicht nah genug. Findest du nicht, dass Mr. J der süßeste Typ auf der Welt ist? Oh, er ist traumhaft. Nicht zwingend, wer jetzt nicht... Wow, was für ein Schwierigkeit du da hast. Kann ich auch eins haben? Nein, kannst du nicht. Hey, Beth, was sagst du dazu? Unfair, du betrügst Beth. Zeit, den Druck zu erhöhen. 2 Minuten und die Zeit läuft. Ah ja, krieg dich mal ein. Schneid mich ab, bevor der Schuh... Wo kann ich mir einen von denen besorgen? So haben wir natürlich hier alles ganz flux. Hier ist eine... Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden, um rauszukommen. Ciao, ciao. Stupid Bitch, nicht dein Ernst. Wir sitzen in der Falle, sie hat uns mit einer Bombe eingeschlossen. Jetzt müssen wir uns schon etwas beeilen. Oh Gott, nein, das ist gar nicht... Ah! Verdammt, was habe ich getan? Nein! 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 Das war so knapp! Scheiße! Ach, fick doch die Ziege! Loser, Loser, Loser! Ha! Hey, das hat jetzt wehgetan. Deine Worte sind böse und verletzend. Gut, da habe ich mal wieder zu weit gedacht. Anscheinend.
Aber jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Also geht das ja relativ fix. Sieh an, wer jetzt aufgetaucht ist. Der trottelige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drunter? Ja. Ich weiß. Und halt die Backen! Zeit, den Druck zu erhöhen. 2 Minuten und die Zeitlocke. Wo kann ich mir einen von denen besorgen? Die gibt's bei Aldi im Angebot. Ich bin unter uns nicht abgestellt. Die Frage ist, kannst du ihn runter? Das Sicherheitstor zerstört. Beeil dich! Nein, das ist so ein typisches Klischee. Warum gibt man dem Helden sowieso überhaupt einen Timer? Oder informiert ihn darüber, was man jetzt tut? Ach Gott. Aber gut. Das ist halt Comicbuch-Logik. Schnell, raus hier! Beweg dich! Komm hier! Komm auf! Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Sie wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Habe ich nicht vor. Louis Green. Da ist wieder rein. Nein, leider nicht. Leider gar nicht. Da war doch noch so ein Arkhamstein. Scheiße. Na gut, dann müssen wir da später nochmal hin. Wobei, vielleicht kann ich da jetzt auch so hoch. Nein, also hier ist definitiv alles noch voll mit Joker-Gas. Und da hinten kann ich noch nicht hin. Schade. Aber das merken wir uns schon mal vor. Ah, jetzt sind wir in dem Raum, wo Harley vorher war. Tu mir einen Gefallen. Halt diese verrückte Zicke auf. Das dauert etwas. Das System hat mich gesperrt. Ja, wird vielleicht schneller gehen, wenn du beide Hände benutzt. Oh, ein Tonband. Der Name des Patienten ist Victor Sells. Für die Akte. Der Patient kommt von Dr. Cassidy, die nach dem Vorfall letzter Woche im Urlaub ist. Hallo, Victor. Setzen Sie sich. Wachen, lassen Sie uns allein. Tut mir leid, Doktor. Anweisung des Anstaltsleiters. Ich kann Sie nicht mit ihm allein lassen. Ich verstehe. Hallo, Victor. Wie fühlen Sie sich heute? Victor, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht reden. Deprimiert? Hilft Ihnen das? Können Sie in meinen Verstand eindringen, Doktor? Wieso deprimiert? Ich denke nur über die nach, die davon gekommen ist. Die, die ich ausgewählt hatte. Ich brauchte diese Narbe. Ich will diese Narbe. Ja, gibt doch für uns alle etwas, was wir gerne haben wollen. Der eine will ein neues Auto. Der andere will eine Freundin. Und noch andere Leute wollen einfach Narben. Ich wette, Sess wäre ein toller Emo. Vielleicht kann ich jetzt da hinten raus. Wobei, vielleicht ist jetzt hier auch... Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Da ist noch ein Kollege. Ist ja gut, beruhig dich.
Fledermaus. Tja, wenn das mal nicht eine Falle ist, dann weiß ich auch nicht. Ist ja gut, mach die Klappe zu da oben. Gott! Bam, 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 bam! Was hat vier Mauern, zwei Seiten und eine Ex-Bezirksstaatsanwalt? Ah. Okay. Ex-Bezirksstaatsanwalt. Deutet ja auf einen hin. Vote Dent. Jop, das kann nur Two-Face sein. Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent war einer von Batmans engsten Verbündeten, bis sein Gesicht durch den Säureangriff eines Kriminellen schrecklich entstellt wurde. Seit jedem Tag vereint Dent die Seelen eines gesetzestreuen Staatsanwaltes und eines schizoiden Superschurken in sich. Two-Faces Markenzeichen ist ein zweiköpfiger Silberdollar. Ein ehemaliger Glücksbringer, der auf einer Seite durch den Anschlag beschädigt wurde und ihm jetzt als Sinnbild seiner gespaltenen Persönlichkeit dient. Er wirft diese Münze, um über das Schicksal seiner Opfer zu entscheiden. Trotz Batmans Bemühungen, seinen einzigen Verbündeten auf den rechten Weg zu führen, ist Dent von der Macht des Zufalls besessen und versucht alles, seine diametrische Philosophie durch seine Verbrechen zu untermauern. Ja, er ist nicht mehr Staatsanwalt, er ist jetzt Berufsverbrecher. Wie gefühlte 95% der anderen Charaktere in diesem Spiel. Entstellte linke Gesichtshälfte, zu der er, ebenfalls auf nur einer Seite, passende Kleidung trägt. Extrem geschickt im Umgang mit seinen beiden halbautomatischen 45ern. Dualitätsfanatiker, der seine Verbrechen mit der Zahl 2 in Verbindung bringt, lässt seine zerkratzte Münze über Leben und Tod seiner Opfer entscheiden. Ja, In the Dark Knight von Christopher Nolan, gespielt von Aaron Eckhart. Dort wurde Harvey Dent jedoch verbrannt. In den Comics ist es so, dass ihm Salzsäure ins Gesicht geschüttet wird. Und ja, im Prinzip ist aber alles sehr gut umgesetzt worden in dem Film. Bis auf dieses kleine Detail. Was ich jetzt nicht schlimm finde unbedingt, weil es macht jetzt nicht wirklich etwas, ob das jetzt Säure war oder Feuer. Das ist eigentlich scheißegal, Hauptsache er ist entstellt. Und er sah ultra fies aus in dem Film. Ah, okay. Da oben geht eine Leitung lang. Zu der Tür. Also, kann Batman endlich mal wieder seinem Hobby frönen. Und zwar Luftgitter rausreißen. Oh, Kollege, du hast mich jetzt echt erschreckt. Oh, die Pumpe geht. Meine Güte. Sehr schön. Oh, und da haben wir mal wieder ein Tonband. Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest? Bringen Sie ihn heraus. Du hast den Doktor gehört. Aufstehen. Schneiden. Hast du mich nicht gehört? Er hat ein Messer. Ah! Stellt ihn ruhig. Stellt ihn ruhig. Gott, er ist bei Bill. Er sticht zu. Bringt ihn weg. Holt ihn von ihm runter. Wir brauchen Hilfe. Er zieht auf jeden Fall sein Ding durch. Der Victor. Schön für ihn. Ist doch nett, wenn Leute ein Hobby haben. Ach, schon wieder die falsche Taste. Ich werde es auch, glaube ich, echt nicht mehr lernen hier. Das ist. Oh, jetzt kann ich dem endlich mal das Maul stopfen. Meine Fresse. Klappe zu jetzt. Der ging mir auf den Sack. Oh, Upgrade-Zeit. Aber zuerst machen wir noch ein bisschen Graffiti.
Sieht so ja auch alles viel cooler aus. Boom. Da ist nix. Da ist nix. Und ja, hier ist irgendwie eine Riddler-Trophäe. Gott sei Dank! Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Okay, hier ist anscheinend gar nichts. Mein Fehler! Das heißt... Ja, spring ja mal hin, Batman. Du machst das. Das heißt, ich muss durch diese Tür. Die da. Und was sich hinter diesen Türen verbirgt, könnt ihr in der nächsten Folge sehen. Denn wir sind schon wieder über der Zeit. Mann, geht die Zeit schnell rum hier. Und deswegen schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Und bis dahin sage ich... Tschö mit Ö!